Hallo, hallo, mein Name ist Yael, herzlich willkommen an meinem Plenty Sanctuary. Heute wird's spannend. Und zwar habe ich eine Nachricht auf Instagram bekommen von einer ganz lieben Zuschauerin namens Sarah. Und Sarah hat mir erzählt, dass es bei Obi Monstera Adansoni Variegatas gibt. Und also ich meine, da wurde ich natürlich sehr hellhörig und habe beschlossen, dass wir heute einfach mal hinfahren und gucken, ob sie bei meinem Obi Monstera Adansoni Variegatas haben. Also ich sag mal so, ne, wenn das jetzt echt so ist, dann ist das krass, wie weit die Welt gekommen ist. Also wirklich, ich meine, wenn wir überlegen, Monstera Adansoni Variegatas haben vor einem Jahr noch über 1000 Euro gekostet. Wenn die jetzt heute in meinem Baumarkt stehen, ich glaube, dann raste ich aus. Also fahren wir heute auf jeden Fall mal hin und gucken vorbei. Außerdem möchte ich heute ja noch eine Pflanze verschenken. Und ich dachte, wir gucken mal bei Obi, wenn sie da jetzt auf einmal so krasse Pflanzen haben. Vielleicht haben sie da ja was Schönes, was ich dann aussuchen kann. Keine Adansoni Variegata, aber wer weiß, vielleicht haben sie ja das ein oder andere schöne Pflänzchen da, was ich dann mitnehmen kann für das heutige Giveaway. Bleibt also bis zum Ende dran, um zu sehen, welche Pflanze es heute zu gewinnen gibt. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein, ob es bei Obi Monstera Adansoni Variegatas gibt. Let's go. Ich bin einfach so gespannt, ob sie die haben. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, das wäre so krank. Okay, also wir fangen einfach mal an, ja. Ich finde es ja sowieso spannend, mal zu gucken, was wir jetzt heute hier haben. Also das wäre so krank, ich kann mir das nicht vorstellen, aber anscheinend, ich weiß nicht, wir gucken einfach mal, okay. Es geht erstmal los mit Kakteen und Sukkulenten. Ich muss ja sagen, ich finde die richtig geil und die da unten interessiert mich auch sehr. Das ist ja die Donkey Tail, die habe ich ja auch, die Sedum Burrito. Finde ich auch sehr schön hier, muss ich sagen. Das ist wieder ein absolutes Hate Crime. Warum man das macht, weiß ich nicht, aber gut. Das finde ich sehr süß. Genau, was haben wir hier? Auf jeden Fall sehr viele Standards, ne? Ganzen Sansevieria. Was haben sie hier? Ach, die gute String of Pearls für 16,99. Na toll. Stingapsus ganz viele. Die Engine, muss ich sagen, habe ich irgendwie lange nicht mehr gesehen. 4,99. Und die liebe ich ja sowieso. Die Neon. Was kostet die hier? Auch 4,99. Okay, das finde ich geil. Birkins haben wir. Immer noch sehr teuer, ne? Also, ich muss sagen, bei dem bin ich jetzt richtig gespannt. Auf jeden Fall. Oh mein Gott, das sieht variegiert aus. Ist das variegiert? Ich weiß es nicht. Auch hier. Oh mein Gott. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was die hier so kosten. Weil das finde ich immer sehr unterschiedlich. 30 Euro, okay, krass. Die ist auch riesengroß. Okay, den Preis finde ich echt gut, muss ich sagen. Diese Blatt ist so geil, ey. Richtig aufgeregt. Es ist sehr voll. Und das ist doch noch mal ein bisschen unangenehm. Aber who cares? Natürlich ganz viele Efeu-Tuten. Finde ich eigentlich auch einen guten Preis. 15 Euro, so am Rangstab und so. Ist sehr cute. Monsteras natürlich. Aber lass uns mal ein bisschen die interessanteren gucken. Hier haben sie auf jeden Fall eine Poly... eine Red Secret. Okay, eine Cupria für 15 Euro, krass. Die ist auch richtig schön. Ey, ist das nicht krass, dass die noch bis vor kurzem so teuer waren? Was haltet ihr davon? Möchtet ihr die zum Verlosen haben? Das finde ich ja schon mal ein guter Kandidat. Das ist doch, die sieht richtig schön aus, oder nicht? Krass, richtig schön. Dann, ja, auf jeden Fall viele Pollys. Da muss ich sagen, den Preis finde ich auch echt super. 17 Euro für so ein Riesending. Und sie haben Diamonds für 6,99. Das finde ich richtig günstig. Ich muss sagen, die finde ich bei Dena ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen überteuert.
Also das ist echt ein sehr guter Preis, muss ich sagen. Ja, ganz viele Einblätter halt, ne? Aber ich, also das finde ich krass, finde ich einen sehr schönen Preis. Ich glaube, ich habe noch eine Cobra gesehen. Ach, das, ja, guck mal, hier haben sie noch eine Cobra. Geil. Okay, die andere sah wesentlich schöner aus. Also, was haltet ihr davon? Vielleicht nehme ich die mit fürs zweite Advents-Giveaway. Ich muss mal sehen. Ich habe mir jetzt einen kleinen Überblick verschafft und ich muss sagen, ich sehe keine anderen Sony Variegatas, ne? Ein Philodendron Moonlight, oder? Imperial Green, ist, aber das ist ein bisschen hell, oder? Auf jeden Fall 11,99, das finde ich einen geilen Preis. Hä, ist das... Ne, okay, doch, das ist Imperial... Hä, ist das nicht Prince of Orange? Wait. Das ist ein Prince. Okay, Prince für 17,99 finde ich auch gut. Die sind auch echt groß. Ich muss sagen, die Philodendrons, die sehen alle sehr schön aus. Haben wir hier noch eine Syngonium Frosted Heart. Auch ziemlich groß. Für 12,99. Okay. Hier haben wir noch ein dunklen Philodendron Black Cardinal für 7,99. Auch echt gut. Aber ich sehe keine Adansonis. Wenn sie die jetzt echt nicht haben, bin ich sehr traurig. Ich schreibe. Warte mal. Okay, danke, liebe Sarah. Ich habe nochmal nachgefragt und gucke jetzt nochmal. Also irgendwo müssen die hier sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jemand bei Obi schon weggekauft hat. Ich glaube, man geht hier halt eigentlich nicht hin, um so eine teuren Pflanzen zu kaufen. Ich muss gerade sagen, ich bin bei den Farn. Farns? Farnen? Farn? Und hier ist wieder meine Bluster. Für 6,99. Das ist auch eine schöne Größe, ne? Ich muss sagen, die hat gerade mein Auge erwischt. Was ist das für ein schönes Blaugrün, ey. Heftig schön. Boah, die ist riesengroß. Da steht aber auch kein Preis dran. Ansonsten natürlich ganz viele Gummibäume. Auch für einen sehr guten Preis. 10 Euro, krass. Das ist eine Spinne. Oh mein Gott. Ja, kleine Geigenfeigen haben sie auch da. Aber keine Adansonis. Ich gucke jetzt nochmal richtig, richtig durch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die weg sind. Aber ich frage mich halt, wenn sie die noch haben, wo die stehen. Auf jeden Fall haben sie auch ganz viele Calatheas. Sogar auch eine White Fusion. Oh, süß. Oh mein Gott, so einen habe ich auch noch nie gesehen. Hä, krass, für 11,99. Die werden auch immer günstiger, ne? Also, die waren doch eine Zeit lang auch so krass teuer. Oh, guck mal, die Töpfe. Oh mein Gott, die sind richtig schön. Auf jeden Fall haben sie ganz viele Calatheas. Auch eine Orbi. Orbi ist ja die einzige, die ich wirklich noch echt mag. Die hat aber auch keinen Preis. 30 Euro. Ich habe sie gefunden. Oh mein Gott. Warum sind die auch so fett? Oh mein Gott. Ich glaub's nicht, Digga. Einfach eine Orbi. What the hell? Laber mich. Oh, Sarah Extra, me. Oh mein Gott. Laber mich. Ohne Witz, ich verstehe nicht, wie das sein kann. Es gibt jetzt Monstera Adansonis Variegata einfach bei Obi. Das ist ein Baumarkt. Ich kann nicht mehr, Leute. Das ist doch nicht normal, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich dachte, Sarah hat mich veräppelt. Sarah, Digga, du bist meine Heldin. Oh mein Gott. Allein die, ist das die... Ist das die Motted oder Mojito oder
Mint? Ich weiß das ehrlich gesagt gerade gar nicht. Aber die... Oh mein Gott. Also die kosten 130 Euro. Ich muss ehrlich sagen, das ist auch unglaublich. Also die Adansoni Variegata hat letztes Jahr 1000 Euro gekostet. Also kannst du auch keinem erzählen, dass die ein Jahr später für 130 Euro bei Obi stehen. Das ist... Ich glaub's nicht. Ich glaub's wirklich nicht. Also ich kauf die nicht, ne? Aber ich dachte wirklich, ich werd veräppelt. Ich kann es nicht glauben. Aber jetzt frage ich mir echt, okay. Also ich find's so interessant, weil ich denk mir so, warum hat Obi die bestellt? Und jetzt, also wisst ihr, was ich meine? Weil ich denk mir so, ich glaube, im Baumarkt gehen die Leute doch eigentlich nur an der Pflanzenabteilung vorbei, wenn sie sowieso gerade irgendwas fürs Haus kaufen oder so. Wer kauft sich dann mal eben für 130 Euro eine Adansoni Variegata? Ja, vielleicht gibt es da Leute. Braucht ihr Freunde? Ich glaub's einfach nicht. Ich glaub's wirklich nicht. Die stehen hier einfach so random. Vor allem, dass die nicht irgendwie auch auf so einem Podest gestellt haben oder so. Also die stehen hier wirklich so versteckt. So random. Ich glaub's nicht, Alter. Also ich trau meinen Augen wirklich. Ich glaub, ich träume. Also das ist doch... Guckt euch die mal an. Oh mein Gott. Mein Obi, Digga. Ich muss ja auch sagen, ich habe meine Adansoni Variegata ja jetzt auch erst irgendwie eine Woche oder so. Ach, zwei Wochen? Ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte mir die ja bei der Plants Week bei plants.com gekauft. Und ich liebe die. Ich verstehe nicht, wie man so schön sein kann. Wirklich nicht. Und ich glaube, ich hatte 90 Euro bezahlt. Und also ich sag mal so, 130 ist immer noch ein richtig guter Preis. Wenn man mal bedenkt, die hat einfach 1000 Euro gekostet. Ich werde es nie verstehen können, wie innerhalb von einem Jahr die Preise sich so hart verändern können. Okay, kommen wir mal wieder zurück zum Giveaway. Und zwar, ich glaube tatsächlich, ich finde die Cupria richtig schön. Ich muss sagen, das ist eine richtig schöne. Ich glaube, ich nehme die mit für euch. Und ja, ich hoffe, jemand wird sich darüber freuen. Also ich weiß nicht, ich muss sagen, ich mit meiner Cupria, wir sind nicht so gute Friends. Aber ich weiß, dass viele von euch sehr gut mit Alokasien können. Deswegen glaube ich, wird sich jemand ziemlich darüber freuen. Ich glaube, wir nehmen die mit. Also ich muss sagen, ich kann es immer noch nicht glauben. Ich war wirklich schockiert, als ich aus Obi rausgegangen bin. Ich weiß nicht, wie ich das verarbeiten soll. Also es hört sich jetzt so bescheuert an, aber ich meine jetzt ganz ehrlich, das ist ein Baumarkt, ne? Und ich weiß, die haben auch echt schöne Pflanzen da, aber eine Monstera Adansoni Variegata. Kommen wir jetzt aber zum heutigen Advents-Giveaway. Wie jeden Adventssonntag dieses Jahr habe ich heute eine Pflanze zu verlosen. Das heißt, ich zeige euch heute im Video, welche Pflanze ihr gewinnen könnt. Und am Sonntag verkündige ich über eine Instagram-Story, wer die Pflanze gewonnen hat. Und wie ihr es gesehen habt, habe ich heute die Alocasia Cupria mitgenommen für euch. Ich muss wirklich sagen, die ist so schön. Okay, also bei dem Blatt hier weiß ich nicht. Das wird vielleicht... Oh, krass. Okay, sie kriegt auch eine Blüte. Aber ich muss sagen, die sieht einfach so gut aus. Die kriegt auch gerade noch ein neues Blatt. Also die ist richtig am Poppen. Ja, und ich dachte, das ist doch eine ganz schöne Pflanze, um die zu verschenken. Ihr habt ja gesehen, sie hatten sonst halt echt nur so die Standardpflanzen da. Und ich muss sagen, das war ja echt bis vor kurzem noch eine krasse Rarität. Und ja, wie gesagt, die sieht echt richtig schön aus. Deswegen freue ich mich, dass einer von euch diese wunderschöne Red Secret bald haben wird. Um diese Pflanze zu gewinnen, solltet ihr Abonnent meines Kanals sein, diesem Video einen Daumen hoch geben und einen Kommentar hinterlassen, aus dem ich dann auslosen kann. Ich werde Sonntag um 12 dann aus den Kommentaren random einen Gewinner auslosen und wie gesagt dann auf Instagram Bescheid geben.
Und derjenige, der dann ausgelost wurde, soll sich dann bitte bei mir melden. Und dann ja, verschicke ich die Pflanze. Ich hoffe natürlich ganz doll, dass sich jemand da draußen über die Pflanze freuen wird. Und ja, schon so ein kleines Christmas-Geschenk. Ich hoffe natürlich, ihr hattet ganz viel Spaß mit dem Video. Wenn das so ist, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Checkt auf jeden Fall mal mein Instagram ab. Da gibt es immer Sneak Peeks und Updates zu den neuesten Videos. Und jetzt ja auch die Verkündigung, wer die Pflanze gewinnt. Ja, und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald!